Triathleten, wir hatten ja neulich so verschiedene Varios, also Drückbewegungen für, ich sag mal, Betonung auf die Brust legen, Schulter legen, Trizeps legen. Jetzt bringen wir ein bisschen Koordination in die Geschichte und arbeiten aber primär mit dem Trizeps. Das heißt, ihr geht hier in den Liegestütz, geht runter und dann kippt er nach hinten in die Planke und wieder nach vorne und hoch. Ja, ich sag mal, für die Mädels oder für die, die es noch nicht schaffen, wenn ihr reingekippt seid und kommt nicht mehr hoch, dann steht er gerne so auf und geht so wieder in den Liegestütz. Ansonsten runter, nach hinten kippen, nach vorne und hoch. Das ist ziemlich anspruchsvoll für die meisten. Oder wie gesagt, ihr steht über die Knie auf, ist kein Problem. Deswegen teilt es euch ein, 10, 15 Wiederholungen, 30 bis 60 Sekunden Pause. Und ich würde mal sagen, 10 durchgehend genügen. Ihr fordert teilweise Strukturen wie Ellbogen und sowas, der das noch nicht gewohnt ist, übertreibt es nicht. Viel Spaß, bis gleich.